Rache ist süß, sagt der Volksmund. Dass Rache aber auch äußerst musikalisch und unterhaltsam sein kann, bewies dieser Tage die Hara Musical Schule Dansation mit ihrem Stück 10 kleine Racheengel. Wer hat sie je gesehen? Sind sie noch ganz jung? Oder alt und blau? Wer kann das verstehen? Mit dieser Musical-Komödie huldigt Dansation der Großmeisterin des Kriminalromans, Agatha Christie. Die Geschichte orientiert sich an Motiven von Agatha Christie. Texte und Musik wurden aber eigens für diese Musical-Show geschrieben. Das Ganze ist so abgelaufen, dass wir ein Storyboard hatten. Also ich hatte eine Vorstellung, wie die Geschichte ungefähr sein sollte. Und haben uns zusammengesetzt und versucht, so eine Dramaturgie draus zu machen. Nur einmal war sie nett zu mir, als sie mich überzeugte und ich keine Hilfe holte. Komponiert hat die Ohrwurm-verdächtigen Stücke der junge Musiker Samuel Richter, der gleichzeitig auch Leader der Band war. Er hat schon viele Songs für Bands geschrieben. Mit 10 kleine Racheengel gibt er sein Debüt als Musical-Komponist. Wir hatten anfangs die Idee, das Motiv aufzugreifen von dem Kinderlied eben da. Genau. Und dann habe ich einfach mal angefangen, irgendwie mit der Melodie so ein bisschen zu spielen, verschiedene Variationen sozusagen dazu auszuprobieren. Und dann kamen schon so ein paar Lieder, haben sich so rauskristallisiert. Samuel Richter möchte das Komponieren zum Beruf machen und bewirbt sich nun um ein Filmmusikstudium. Die Förderung junger Talente, die einen künstlerischen Beruf anstreben, ist Christine Miller ein großes Anliegen. Es war auch immer schon so ein lang gehegter Wunsch von mir, das wirklich so auch noch anderen Künstlern eine Möglichkeit zu geben, also nicht nur den Schauspielern, Sängern und Tänzern, sondern es eben auch noch breiter zu fächern. Jetzt hatten wir den Komponisten dabei, die Musiker, auch eine junge Dame, die das Bühnenbild gemacht hat. Also haben wir einfach noch ein bisschen erweitert, das Ganze. Viele Darsteller der Musical-Show sind ambitionierte Laien. Einige befinden sich bereits in Ausbildung zum professionellen Musical-Darsteller oder streben eine solche an. Der Aufwand für die Show ist riesig. Rund 8 Monate lang stehen an jedem Wochenende intensive Proben an. Ein Aufwand, den die Darsteller gerne in Kauf genommen haben. Wenn ein Herz bricht, das genügt. Alexandra Boschen spielt in 10 kleine Racheengel die Rolle der Richterin Theodora Metternich. Sie hat bereits in zahlreichen Musical-Shows und Schulaufführungen bei Dansation mitgewirkt. Das verwirrt, blind und ignorant sind sie. Also bei der Dansation bin ich jetzt mittlerweile schon seit 15 oder 16 Jahren. Habe mit einer Stunde in der Woche angefangen und das hat sich gesteigert auf irgendwie 4 Stunden pro Woche. Die Tuscheln glotzen, raunen, als ob sie mich bestaunen. Der da ist der Mörder hier, sie trauen mir nicht mehr. Ich halt das langsam nicht mehr aus, fühl mich wie ein gehetztes Tier. Er hat alle Möglichkeiten. Schauspieler Roberto Martinez-Martinez ist an der Dansation als Schauspiellehrer für Kinder und Jugendliche tätig und gibt mit der Musical-Show sein Regiedebüt. Unter seiner Leitung erarbeiteten sich die Darsteller ihre Figuren und auch die Texte, die von den fleißigen Regieassistenten mitgeschrieben wurden. Sämtliche Schauspieltexte sind das Ergebnis improvisatorischer Arbeit. Es gab nur eine Inhaltsangabe, die hat die Christine Miller geschrieben. Und dann daraufhin haben wir gesagt, machen wir erstmal Szenen. Und dann haben wir angefangen, die ersten Szene zu improvisieren. Dann haben wir das immer mehr verdichtet und immer versucht, bühnengerechter zu gestalten. Wo bleiben denn die anderen nur? Warum bin ich ganz allein? Ist mir der Mörder auf der Spur? Wie soll ich mich befreien? Auf das Ergebnis sind alle Beteiligten mächtig stolz. Was das Regieführen angeht, hat Roberto Martinez-Martinez Blut geleckt. Regie wird mich weiterhin reizen. Und wenn die Christine mich nochmal fragt, ich glaube, ich würde nicht Nein sagen. Jugendliche, die Dansation kennenlernen möchten, haben dazu im Rahmen des diesjährigen Workshops der Jugendbühne Haar in den Osterferien Gelegenheit. Gefördert wird der Workshop von der Haarer Bürgerstiftung. Die Teilnahme ist kostenlos. Ich hoffe, Sie hatten einen Mordspaß. So